Den Zulaufen zum Gruße und willkommen zurück zu Drakensang. Ja, wir sind im eigenen Anwesen und ich habe die Gute jetzt mal ausgerüstet, ausgestattet, eingeweiht und so weiter. Sie ist jetzt ganz gut dabei. Ich war auch mit ihr nochmal einkaufen und beim Einkaufen habe ich etwas entdeckt. Und da werden wir gleich drauf eingehen. Allerdings ist ja jetzt die Gute... Schade, warten liegt mir nicht. Selbst mit Bezahlung. Ah ja? Du hast 200 bekommen. Du kannst ganz ruhig sein. Du hast mehr, als du verdient hast. So, wir haben nämlich jetzt die gute... Aurelia haben wir dabei, genau. Und die ist gut, denn... Finger fertig. Klugheit, falsch. Folgt mir. Folgen tun wir ihr gleich. Aurelia. Ja, wir werden nämlich jetzt die ganzen lustigen Äste mal abpflücken. Die ist nämlich gar nicht mal so ungeschickt, was das angeht. Obwohl, ja, 100%ig gelingen. Die hat, glaube ich, einen Wert von 10 oder so. Zu Wunderschwarm gelungen. Allerdings ist sie durch ihre neuen Körperkraft extrem schwach. Ich habe mal für den Fall der Fälle Speerkampf gelernt. Ja, man sieht schon, 45, die kann noch einen guten Stein kann sie auch tragen, dann ist Feierabend. Und ansonsten haben wir ihr noch gegeben Speerkampf. Ich habe ihr einen Fulminictus gegeben. Sie ist auch keine Vollzauberin, weil sie... Halt, weil sie eine Alchemistin ist. Kirschnermesser? Falsch. Kräutersichel? Richtig. Weil sie eben nur eine Alchemistin ist, ist sie quasi so eine Art von Hofzauberer. Das heißt, sie ist kein Vollzauberer. Sie kann keinen Feuerball, keinen Ignifaxis oder wie auch immer, oder Faxius zaubern. Das funktioniert alles nicht, sondern die kriegt nur die einfachen Zauber hin, aber es macht nichts. Sie hat ja eine reiche Auswahl an alle möglichen und Armor trotz noch und so weiter. Klamottentechnisch haben wir es auch ein bisschen eingedeckt. Kann zwar keinen Schildkampf, aber ich bin mal auf die Dolchkampf gegangen. Kann sie noch ordentlich weiter ausbauen, aber für den Moment soll es mal reichen. Denn Selbstbeherrschung war auch nicht so toll und da habe ich jetzt mal das Ganze auf 11 hochgedrückt. Alchemie ist halt ein Traum. Was ich auch gesehen habe ist, Achtung, hohe AE-Regeneration. Das wollen wir gleich mal testen. Und zwar... Ja, weiß ich nicht. Ein Attributo Intuition No. Auf den guten Jost. So, und der hat 54, hoffentlich bringt das was. Ja. Einen weiteren Astralpunkt. Das ist doch ganz, ganz gut. Und ich glaube, Klugheit ist einfach, was die. Oh, Belmart. Braucht man, glaube ich, auch. Was die Stärke dann angeht und die. Weiß ich nicht, wahrscheinlich sind es diese Zauberfertigkeitspunkte, die am Schluss ein bisschen übrig bleiben. Vielleicht hat es auch damit was zu tun. Aber ich weiß es nicht. Macht aber nichts. Darf ich mal ganz kurz den Zunderschwamm ernten? Vielen Dank. Ja, gewichtstechnisch. Man sieht schon, ein paar Mal was gepflückt und schon ist der Ranzen voll. Ach, die guten. Ach, solche schönen Blümchen sind diese Ronchinir, die übrigens ziemlich teuer sind, wenn man die sich im Laden besorgt. Deswegen, besser ist das. Man sieht, der ganze Laden hier ist voll mit dem Zeug. Ja, so, Gullmond brauchen wir nicht, Börse gerade mal 100 und die hat sogar so wenig Kraft, ich musste Teile ihrer Klamotte, ich habe nämlich alles hier mal reingeladen jetzt, das was vorher die gute Lara hatte, sie hat jetzt noch die Sachen, die wirklich, ja, randvoll sind, sage ich mal, das kann man hiermit eigentlich auch mal machen, dann kann sie wieder ein bisschen was schleppen, so, ein bisschen noch Wirselkraut kriegt die gute Lara und verstaut das einfach mal und ich habe ihm einfach, ja, die... Ardos Frühstück darf die herstellen, denn, naja, was hat die mit Ardo? Ihr Mut. Die Aurelia, genau. Moment. Er hat sie direkt reingepackt. Alles klar. Genau, miau. So, die Einbären hätte ich auch ganz gerne noch, bevor es losgeht. Ja, wie gesagt, ich habe ein grünes Fragezeichen gesehen, genau. Auf dem Vorplatz. Auf dem Pragersplatz. Das hieß irgendwas mit Arbeiter, Niceberg-Arbeiter. Also muss man sich da, wie ich es mir dachte, doch von hinten ran schleichen an die ganze Geschichte. Dann darf nicht einfach frontal drauf zurennen. Also kann man sich... Moment, wir haben Hühner. Kann man mit Hühnern irgendwas machen? Wir haben auch die ganzen Hühner gekauft von Krumm Otto. Ist das was Leckeres für die Katze? Legt dann die Katze... weiß ich nicht. Dinge. Interessant. Das haben wir alles. So. Ja. Wahrscheinlich wird man jetzt das öfteren mal stehen bleiben müssen und eine Blume pflücken. Aber ein Brunnen? Moment. Quellwasser? Achso, frisches Quellwasser, genau. Das gab es hier auch noch. Aber ich glaube...
Quellwasser haben wir reichlich. Oder ist das besonderes Quellwasser? Ich weiß es nicht. 36 und 1. Machen 36 und 1. Und dann schmeißen wir es weg, weil lässt sich nicht stapeln. Jedenfalls nicht auf dem Stapel. Und der andere ist, glaube ich, mit 100 schon voll. So, jetzt mal gucken. Wir haben hier alles. Wir sind eigentlich fertig. Was hat sie noch? Genau, sie hat den Ring des Lebens von der guten Gladys bekommen. Und ihren Ring des Felks. Da hat sie ein bisschen mehr Fingerfertigkeit und Mut durch das Amulett. Das bringt nämlich auch Astral- und Ausdauer-Energie, wie auch immer. Kann ganz gut sich verteidigen. Warum? Ich weiß es gar nicht. Defensiver Stil. Ach so, sie kann defensiv kämpfen, sie kann ausweichen, hat sie, glaube ich, sogar auf Stufe 3. Das heißt, mit Schildchen kann sie arbeiten, muss sie aber nicht. Ja, den Knüppel, wie gesagt, den hatte sie ja vorher, den haben wir jetzt mal umgeändert. Nur falls man richtig mal draufhauen muss, hat man die Möglichkeit, mit Wuchtschlag zu arbeiten. Und genau, den Fulminictus, Donnerkeil, haben wir gelernt. Sie hätte auch die Kugel da benutzen können, aber dann dreimal dieselbe Sache ist irgendwie ein bisschen nervig, langweilig. Deswegen bin ich hier mal auf den Fulminictus gegangen. Der macht ja zumindest ja, zwei Würfel plus die Zauberfertigkeitspunkte an Schaden. Und dann war Punkte noch draufgegeben. Jetzt haben wir zumindest mal 5, also 7 ist der Minimalschaden. Das ist okay. Und kostet auch nicht so dermaßen viel, glaube ich, oder? Was kostet der Spaß? 5 bis 17, darf ich nicht. 5 bis 17? Ich glaube, Energiekosten. Ich glaube eher, das ist der Schaden, oder? Das kostet doch keine 5 bis 17. Kann mir doch keiner erzählen. Das ist eher der Schaden. Ich glaube, das ist ein Fehler im System. Ach, Moment, die hätte ich gern noch gepflückt, bevor es tatsächlich losgeht. Und dann wollen wir es mal der Alten annehmen. Ja, der Vorgang muss leider zu Hause bleiben. So ist es nun mal. Aber wenigstens bin ich hier nicht irgendwie vor der Hütte an oder so. Oh Mann. 0,03 kann ich noch tragen. Steinchen. Ist nicht so gut. So, ich glaube, der verrückte alte Mann hat auch nicht mehr viel zu melden, oder? Nee, wo müssen wir denn überhaupt hin? Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal in den Keller. Ja, ist jetzt mal so ein bisschen eine Haus- und Hoffolge, muss auch mal sein. Denn ich würde gerne wissen, ob es hier noch mehr gibt mittlerweile. Ob der sich weiter reingegraben hat, ob er irgendwie neue Dingenskirchen gefunden hat vielleicht. Nee, da ist er. Der hat also nur hier sich durchgewühlt und das war's. Für, was hat der gekostet? 50 Dukaten. Für drei Dinge, die ich eigentlich nicht brauche. So ein lustiges Hawaii-Hemd, den falschen Bart für Vorgrim und noch irgendwas. Ach, so eine Papiertüte auf dem Schädel. Könnte man sogar anziehen. Ob man ihr auch den Bart geben kann? Naja, aber warum soll ich das tun? Das wäre totaler Schwachsinn. Ja, ihre komische Klamotte ist gar nicht mal so schlecht. Diese ganzen Elfenkleidungsstücke... Okay, das bringt nichts. Die ganzen Elfenkleidungsstücke, die wir hatten... Ja, ja, soweit. Die sind alle schlechter. Was hat sie? Es fehlen noch Schulterplatten, so ein bisschen, und Handschuhe. Ich habe nur die Lederschienen, ich habe ihre komischen Handschuhe mal weggepackt. Jetzt brauchen wir irgendetwas, das nur die Handschuhe bedeckt. Alles klar. Die sind aber relativ selten, habe ich gesehen, weil die meistens, naja, mit Sternenhandschuhe oder Hände, die funktionieren. Alles andere, was ich finde, geht immer über beides. Also irgendwie ganz, ganz komisch. So reine Fingerlinge oder halt, wie ja die nur auf den Händen wirken. Oder sitzen, die gibt es eigentlich selten. Aber wir reden mal mit dem Wühlschrat. Das war klar. Eine törichte Idee anzunehmen, dass da irgendeinen Vorteil davon hätten. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir, ich würde sagen, der Alten auf die Nuss hauen, oder? Jetzt haben wir zwar eine dabei, die nicht so toll ist, hat aber den Nasreddin-Dolch dabei. Ich hoffe mal, das reicht. Wenn nicht, ja mei. Jetzt haben wir so einen krassen Kämpfer nicht. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen übel. Weil der Vorgrim ja derjenige ist, der alles wegblockt, ausweicht und so weiter. So der Prellbock, da sieht man es. Sieht man auch nur, wenn man... Ah ne, sieht man auch so, okay. Zu Befehl. Zu Befehl, ja, ja. Genau, die Aufgabe lautet nämlich wie folgt. Stelle Ulvine Niceberg. Ich muss Ulvine Niceberg stellen. Sie hat sich in ihrem Kontor verkrochen, doch das wird ihr jetzt nicht mehr nützen. Genau. Der Vordereingang zum Grafenviertel, ich schätze mal, das ist der Vordereingang. Der ist leider, naja, nicht so leicht zu erreichen. So, du machst mal bitte. So, jetzt mal gucken. Wer ist eigentlich von den Attributos die bessere? Gelara?
Ah, Charisma 0, sehr gut. Gewandtheit 6, Körperkraft hat die mehr. Mhm. Oh, das trifft sich aber hervorragend, muss ich sagen. Das heißt, die Körperkraftgeschichten macht sie. Genau. Und die anderen Geschichten macht dann die gute Auralia. Und dann können wir das mal rausnehmen. Gewandtheit nämlich. Ad origine, ad infinitum. Ad infinitum. Das spricht ja auch noch Latein. Dieser, mit allen Wassern ist sie gewaschen. Okay. Was machst du denn noch? Armatrotz. Du machst auch mal einen Armatrotz. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnig ist, was ich hier tue, aber du nimmst mal deinen Stock. So ist fein. Kannst du irgendwas Tolles noch? Armatrotz kannst du doch auch. Oh Gott, so viele Zauber. Ob das nicht ein bisschen zu viel des Guten war? Moment, sie ist auf Körperkraft aus. Aber Gewandtheit, sind die beide gleich gut, was Gewandtheitsgeschichten angeht? Gewandtheit 6 und die hat... Gewandtheit, wo ist es? Hier, auch 6. Ja, okay, dann spielt es eigentlich keine Rolle. Das wollte ich mal testen, ob es in zwei Schritten geht. Gewandtheit, Konstitution, ja. Ja, was jetzt? So. So, jetzt mal gucken. 38. Tatsache, es geht genau wie bei der Astral-Lara. Genau wie bei der Lara geht es in zwei Schritten. Hervorragend. Gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ob das sinnig ist, hier mit Klugheit oder so zu arbeiten. Oder mit, Autosave. Okay. Ich habe so einen Verdacht. Halt! Was wollt ihr? Die Chefin umlegen. Warum? Ich möchte Ulvine Niceberg sprechen. Mein Name ist Lara Manzosoni. Daraus wird wohl nichts. Sie hat ausdrücklich angeordnet, niemandem Zutritt zu gewähren. Bah, jetzt ziehen auch noch dicke Wolken auf. Seht ihr? Selbst die Götter zürnen euch schon, weil ihr mich belästigt. Im Regen Wache stehen. Na, großartig. Los, zieht endlich ab, bevor es ungemütlich wird. Ich glaube, ihr habt recht. Es wird tatsächlich gleich ungemütlich werden. Sehr ungemütlich. Na nu? Kontor Niceberg. Ja, und nu? Was ist hier Phase? Oh Mann. Toter Niceberg Leib. Hab ich die alle umgebracht? Oh, oh. Oh, sehr schön. Perfekter Zeitpunkt für eine Pause. Sehr gut. Keinen Schritt weiter. Oder sonst was. Das war echt extrem laut, der Regen. Ah, Olvine Niceberg, genau die Person, die ich gesucht habe. Anscheinend habe ich mich unterschätzt, Lara Manzosoni. Ein Fehler, der mir gewiss kein zweites Mal unterlaufen wird. Das ist richtig, wenn du es recht tut. Freut euch nur über euren kurzen Anflug von Narrenglück. Solange ihr noch lebt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja. Zwar verstehe ich eure Überheblichkeit nicht. Andererseits wird sie nun ohnehin zusammen mit euren niedrigen Intrigen ein Ende finden. Ah, ihr solltet besser... Oh, oh. Der Jandrek, die Sau. Der ist bestimmt ein Geschubter. Ihr solltet besser über eure eigene Überheblichkeit nachdenken, Lara Manzosoni. Jandrek, ihr habt überlebt? Ihr habt also wirklich geglaubt, ihr könntet mich so leicht bezwingen? Da habt ihr euch gründlich getäuscht. Bereitet euch auf den widerwärtigsten und qualvollsten Tod vor, den ihr euch vorstellen könnt. Dieses Mal weiß ich, wer mein Gegner ist. Ich auch, Jandrek. Nur mit dem Unterschied, dass ihr euch dieses Mal nicht in den Fluss retten könnt. Boah, cooler Spruch. Die Lara, oder? Die Quest Rache für Ardo wurde aktualisiert. Wachen, Eindringlinge, tötet sie. Das war so klar. Wird nämlich nicht nur er gegen uns kämpfen, der Jandrek, sondern das Fußvolk hier wird mitmachen. Die müssen wir auf jeden Fall vorher auslöschen, sonst haben wir wahrscheinlich ein Problem. Was ist das so laut? Moment. Sound. Was ist denn das hier? Was ist so laut? Umgebung, ah. Ah. Wir übernehmen. Ja, das ist schon besser. So, jetzt die Frage, was machen? Alle auf die Leibwächter? Bei den Mächten. Würde ich schon sagen, oder?
Vielleicht soll ich noch ein bisschen haushalten, was die... Na klar. Was die andere Sache angeht. So, umschubsen. Magica combativa. Gut, dass der Kampf nicht so lange gedauert hat. Wir haben noch 2 Minuten lang unseren Schutz. Okay. Ach, der hatte mir ein Wurfmesser verpasst. Die Ratte. Na, warte. Wundpulver. Oh. Jetzt schon einsetzen oder erst gleich? Jetzt sagen erst gleich, oder? Wenn es vonnöten sein sollte. Vor allem, sie greift ja gerade schon an. Und getroffen. Waffengift. Hervorragend. Na, wir gehen auf Nummer sicher. Nimmst direkt mal ein Wundpulver. Umgeschubst. Auch gut. Was macht der? Läuft davon. Das bin ich. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das hat gesessen. Habe sie ja zum Glück noch einige Punkte. Hoffentlich. Nee, der kommt mit. Der ist schon so gut wie weg, der Typ. Direkt 3 Punkte. Er hat 3 Wunden geschlagen. Hervorragend. Hm. Dann könnt ihr einschläfern. Die Leute einschläfern lassen. Na, ich würde sagen, erstmal. Soll ich eine Zauberei anwenden? Die würde ich gerne mir aufheben für den Kollegen. Und so krass wird es ja wahrscheinlich nicht werden, ha? Huh? Hä? Nicht, hä? Komm, geh mal auf den los. Sehr schön. 2 Stiche. Ah ja, das, ich würde schon sagen, Wasserelementar. Der elementare Diener macht hier hinten auch noch mit. Alles hervorragend. Klar. So, der ist eh gleich dood. Die Alde macht mit. Und die verknüppeln. Ach hier, so ein Affe mit, ja, ja, ich verstehe schon. Ja, das kriegt die hin. Auralia in den Kampf. Jawohl. Auch wieder eine schöne Pause. Kriegt ihr das irgendwie hin, oder? Ja, ich mache, glaube ich, nicht so viel Schaden, nicht? Das. Will irgendwas haben, dass ich, naja, alles in Brand stecke oder so? Ich mache einfach normal weiter. Normal weiter. Was hat sie gesagt? So, der hat auch sein Waffengift abbekommen. Was? Die haben alle ihr Waffengift. Damit sind sie alle ein bisschen geschwächt. Das ist natürlich hervorragend. So, die sticht den gleich ab. Dann ist er schon mal weg vom Fenster. Gut, gut. Andererseits können wir das mal andersrum machen. So in etwa. So, und du machst irgendwelche Zauberei, Auralia. Wie wär's mit... Ah ne, stich den erstmal ab. Du machst hier ein bisschen Zauberei auf den hier. Sollte ja relativ schnell wirken. Treffer, aber keinen Schaden. Sehr gut. Tja, der elementare Diener hat so ein bisschen was abbekommen. Das bin ich. Nee, das bist du nicht. Vielleicht heilen wir den Diener. Man kann es mal versuchen. So, hier bitte mal. Oh Mann, der ist so gut wie tot. Sie ist umgefallen. Schlecht. Folgt mir. Achso, sie zaubert gerade fleißig. Die hat gezaubert, macht ihm jetzt ja auch nicht Schaden. Und du kannst den eigentlich mal umschubsen. Zusammenhalten. Ja, der nervt nämlich. Baut mal beide auf den hier ein, wenn es recht ist. Ah genau, du kannst mal deine Ausdauer nutzen mit einer Finte. Hoffentlich gelingt es mir noch, den zu heilen. Na? Ein Treffer und... Verdammt, tot ist er. Na klar. Verschleudert. Egal. Viel haben die nicht mehr. So, du kannst mal hier mithelfen. Komm, wir pieken einfach alle auf die einen. Gestatten? Auralia. Wo ist übrigens dein Wundpulver hin? Das würde mich mal interessieren, ehrlich gesagt. Das kann doch nicht ganz sein, dass du das nicht mehr hast. So, Wundpulver bitte. Wenn's recht ist. Und wie sagt die keinen. Sie hat keinen Heiltrank. Vielleicht das andersrum, oder? Und dann das. Ah ja, SRG, es funktioniert. Tatsache. Gut. Was war mit dem? Vielleicht ein Brand?
gelinge im Schein der Marder. Brand stecken und du machst jetzt mal weiter in deine Ausdauer so ein bisschen. Für den Treffer, hoffentlich. Ja, genau. So, der brennt so ganz leicht. Hey, okay, okay. Er zaubert. Was zaubert er denn? Bin ich nicht gut. Ich bin nicht... Ach, der hat ja gar nicht mehr viel. Der ist ja auch schon halb tot. Eigentlich ist es dumm, was ich hier tue. Irgendwie mit Nahkampfangriffen sowas ran an die Buletten. Und der ist sogar wie tot. Den kann ich schon abstechen. Da wäre Ruhe. Ich werde auch den hier mal ein bisschen bearbeiten mit, Stimmt, den kann ich abstechen, geschwind. Ja! Ja, warum eigentlich nicht? Achso, der läuft hinterher. Ich verstehe. Und der brennt. Ja, da nichts mehr. Was bitte? Ist das Wahnsinns? So, du kämpfst gegen den. Vielleicht mal mit einem Treffer. Während sie ein neues Elementar holt. Hervorragend. So, bitte mal den Chef hier abstechen. Ja, wie der schon lebt. Ah, der zaubert kräftig. Brennt auch noch. Hervorragend. Ja, da würde ich sagen. Abstechen. Und Wunde verursachen, wenn es recht ist. Sauber. Wunde. Und hat nur noch weniger als die Hälfte. Sehr gut. Gut. Du kriegst auf den einen. Blitz, ich finde. Ja, das interessiert mich ganz besonders. Gut. Ja, das sieht aber super simpel aus momentan, oder? Super simpel. Wahrscheinlich können wir auch einfach nur auf den Chef losgehen. Das würde wahrscheinlich auch schon reichen. Wir können ja mal ein bisschen anstecken. Ob wir den Rest dann auch noch alle machen müssen, weiß ich nicht. So. Und da ist es auch schon. Zu Befehl. Ja, du kannst mal zaubern. Was wäre denn sinnig? Du... Moment, du hast gar keinen Armatrotz gezaubert. Bist du des Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns? 13 Punkte Schaden. Brennt. Wie sieht's aus? Eine Wunde. Ja, die ist fit. Jetzt hat sie die Ausdauer. Und bitte nochmal kräftig zupieken. Ja, noch ist einfach. Ich sollte jetzt wirklich mal anfangen, den einen oder anderen Trank zu benutzen. So, der zaubert kräftig. Ja, das wird ein... Was wird das denn? Fulminictus? Weiß ich nicht. Hä? Hä? So, der ist eh gleich tot. Hm. Ja. Rumschubsen wir zwar toll, aber... Ja, das ist ja alles gar kein Thema. Was hat die denn? Plumbumbarum? Schlecht. Ziemlich schlecht. Ja, der wird wahrscheinlich zum Geschuppen, wenn er fertig ist. Nehme ich mal ganz stark an. Ja, ihr stecht einfach mal alles ab. Hier zu zweit auf den. Perfekt. Und jetzt zu zweit auf den Chef. Den Chef. Genau. So, weiter geht's. Sehr schön. Die hat er nicht mehr. 22. Ja. Alles klar. So ein Hauch von Schaden. Ah, der macht gleich den nächsten. Der will's wissen, was? Wie sagt die keinen Wundpulver hier? Ja, erstmal abstechen. Dann ist Ruhe. Der ist auch so gut wie tot. Was? Wer? Wo? Was? Wer? Wie? Wo? Ich glaube, die alte, die ist so ein bisschen. Ach, Nicebacker. Nervsack steht da hinten noch rum. Ja, hervorragend. Können wir eigentlich mal umschubsen. Komm, die kriegen das alleine hin. Du gehst mal die da hinten umschubsen. Der nervt mich schon seit langem. Ach Gottchen, die nächste Fuhre kommt. Ja, dann macht ihr mal alle hier. Hat nicht funktioniert, oder? Warum? Will ja keiner gehorchen. Ja, es hat tatsächlich nicht geholfen. Oder gewirkt. Das Wundpulver.
Nochmal einsetzen, bitte. Ach ja, die nächste Fuhre kommt. Wie unangenehm. Zusammenhalten. Genau, wir halten mal zusammen. Okay, wir erstmal auf den los. Bitte alle mal kräftig zuhauen. Wie leider nicht mehr. Ja, komm, 13. Jeder nochmal treffen, wenn es recht ist. 5 hat er noch. Minus 1. Ne, 1 hat er noch. Miststück. Komm, mach ihn weg. Ja, da ist er geplatzt. Da ist er geplatzt. Alles klar. Oh Mann. Und alle mal schön Heiltränke essen. So. Zwei hier davon euch. Und zwar augenblicklich. Oh, oh. Feuer. Die müssen echt alle überleben. Ach komm schon. Wundpulver wirkt zwar noch, aber hoffentlich. So, jetzt bitte die Tränke nehmen. Hervorragend. Oh Mann, alle haben die Tränke genommen. Sehr gut. Alle sind geheilt. Sie kämpft hier zusammen mit dem elementaren Diener. Das ist sehr gut. Der ist also so gut wie tot. Das ist gut. Dann eben ich. Was macht der Rest? Ihr seid jetzt zu dritt, ja? Ja. Könnte man Feuerball verpassen, den Nicebacker. Der Rucksack. Oder was heilen, was heilen. Nee, wir zaubern mal. Ihr kämpft gemeinsam gegen den, während sie zaubert. Was war das? Schon wieder krass Schaden genommen. Ja, gut. Die haben es auch echt in sich. Komm schon. Ja, mach den mal weg. Hast du den Armor trotzdem noch? Ja. Und trotzdem jetzt diese krassen Schaden. Wundpulver wirkt. Wundpulver hat auch sie. Ja, dieses dümmliche Feuer. Ich hätte jetzt auch beenden können mit einer Brandsalbe, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem hier so hin. So, die hat noch einiges an Lebenspunkten. Aber auch Magie. Die hier könnte, ehrlich gesagt, auch mal. Ja. Ihre eigene Wunde heilen eigentlich. Oder? Zu Befehl. Sie können ihre eigene Wunde heilen. Ach, da ist noch mal einer. Wie unangenehm. Genau, Jost. Du hast hoffentlich Ausdauer. Sehr schön. Hey, Sende. Schubs den mal um. Wenn ich einschläfern soll da hinten. Ich wäre das sinniger gewesen. Egal, Runde abwarten. So, Feuer ist vorbei. Hervorragend. Dass er in so einer Feuerexplosion explodieren muss. Sehr schön. Umgeschubst, den Nicebacker. Der hat ja auch nicht mehr so viel. Oder geschwinden. Fulminictus um die Ohren klatschen. Oberfrio. Oder mach dich mal kurz schneller mit dem. Genau. Kann man nicht viel machen, also einfach draufhacken. Dürften eigentlich relativ gut damit klarkommen. Oh Mann, der hat gesessen. 20 Punkte und das Vieh brennt. 5 Punkte und brennt für 8 Sekunden, der ist stoked. Dann können wir hier drüben aushelfen. Moment mal, da ist ja ein Feuergeist. Jetzt wird's ernst. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich hab's mich ganz verrafft. Erstmal ein Heiltrank. Was macht sie? Acceleratus hat sie gezaubert. Geht auf den los. Alles klar. Der hat einen Zauber abbekommen. Wenn er noch einen abbekommt, ist er tot. Finde ich gut. Sie piekt auf den einen. Alles läuft wie soll. So, bitte mal einen Heiltrank jetzt benutzen. Sehr schön. Ich habe den gar nicht gesehen. Hat er sich irgendwie reingeschlichen? Ach, das ist der Nächste. Warum rennt der an ihm vorbei? Ist einer von meinen Dotes? Nein. Jost jagt ihn. Aber die zwei Damen hier von der
Tanke, wir kommen das ja wohl hin, oder? Stech den einfach mal spaßhalber ab. Finte hätte ich dir beibringen müssen, verdammt. Egal. Egal, das Feuerding muss weg. Denn ich denke, dadurch brennen wir auch so unangenehm. Und drauf! Jetzt wird's ernst. Ich? Rumschubsen. Das bin ich. Ha. Oder pieken wir den erstmal kaputt? Folgt mir. Komm schon. Genau, ihr geht auf das Vieh los und du schubst ihn einfach um. Hoffentlich jedenfalls. Gelungen. Jawohl. Ideal. Ja. Dann machst du hier mit. So, sie hat gezaubert. Hoffentlich ist sie jetzt tot. Und. Zisch. Lebt noch. Der ist auch kaputt. Das kriegt die Auralia aber hin. Dann helfen wir hier weiter aus. Kampf gegen den Feuergeist. Irgendwas Wässriges. Ein Fulminictus vielleicht. Einen Fulminictus. Nee, machen wieder so ein Feuerding. Ja, so ein Kugelblitz. Gut, gut. Ja, ja. Der hat ja nicht mehr viel zu melden. Macht aber nichts. Müssen ja auf der Seite losgehen. Konnte was auch mal ein Fulminictus. Bringt wahrscheinlich mehr. Wie hat denn das Mistvieh? Wie viel hat der? Ach, das ist der Chef! Okay. Und da kommen immer neue nach. Alles, jetzt raff ich's. Alles klar, alles klar. Warum heißt der Feuergeist? Naja, ist ja egal. Schwächen müssen wir den mit, Plumbum Barum. Ja. Und meine Wunden heilen sollte ich auch mal irgendwann in dem Leben. Haben wir denn eine Heilsalbe, genau. Nutzt du mal die Heilsalbe? Können wir den entfernen? So, und der brennt natürlich. Sie brennt natürlich. Natürlich, was auch sonst. Wunden kann ich wahrscheinlich vergessen. Ja, dass der mich nicht nervt, den müssen wir schon wegpieken. Jetzt wird's ernst. Komm, geht ihr beide erstmal auf den los. Andererseits kommt dann immer neue nach. Ja. Schätze ich mal. Amatrotz hat sie noch. Ja, wir müssen jetzt stark sein. Alle auf den. Das dümmliche Feuer. Alles klar. Brennt halt alles weiter. Wie wäre es mit einer Brandsalbe zuerst? Brandsalbe, dann heilen wir die Kladis einfach mal. Ich lasse mal umschubsen, ist nicht so leicht. Plumbumbarum. Feuergeist schwächen. Komm. So, kann der bitte mal einen Löffel abgeben? Ach, da hätten sie noch mehr von den Affen mit ihren Armbrüsten. Shit. Elementare Diener gibt einen Geist auf. Na klar. Dann heilen wir den mal. Thorax. Hoffentlich überlebt er das. Und er ist tot. Alles klar. Folgt mir. Verdammt. Dann muss der dran glauben. Ha. Mann, wie ist das mit den magischen Fähigkeiten? Was haben wir denn? Gezielter Stich. Rüstungsschutz wird ignoriert und eine Wunde. Uninteressant. Todesschutz, Stoß. Schadenspunkte mal 2. Das hätte ich gerne. Schadens. Ja. Wissen wir, was brauchen wir noch? Dann stechen wir da mal ordentlich zu. Machen hoffentlich, hoffentlich guten Schaden. Ja, das war nicht so intelligent. Und er hat keine Astralenergie mehr. Was macht sie? Sie heilt sich gerade die Wunde vom Leib. Genau. Hat sie gerade gemacht. Wunden heilen funktioniert. Gut, dann überlegen wir, was wir als nächstes tun. Wie wäre es mit Lumbumbarum haben wir schon gemacht, ne? Auralia in den Kampf! Genau. Schätze mal, da kommt immer weiter Viecher nach, deswegen bringt das hier alles so nichts. Ja, Blitzgeschwind vielleicht auf sie. So, die wurde geheilt. Ist wieder voll da. Perfekt.
Wenn du fertig bist, heilst du bitte mal. Ja, das reicht doch mit normalen, oder? Nein, nee, wir nehmen, wenn wir schon mal da sind, bitte mal die Wunde der guten Lara heilen. Das bin ich. Das bist du. Du bist die Lara. Das ist richtig. Wie dir das mal erkennt, einfach so, finde ich schon faszinierend, muss ich sagen. Okay, Donnerkeil. Eisenrost und Patina bringt nicht viel. Folgt mir. Hat die noch ihren. Nein, Bons. Ja, Moment. Armatrotz brauchen wir. Ja, muss jetzt mal sein. So, jetzt die dicke Panzer wird also hoffentlich nicht mehr so angegangen. Jetzt gehen sie auf die Lara los. Ja, selbstverständlich. Lara macht. Feuerelementar. Das Vieh haut ja richtig schön rein. Wahrscheinlich kann das Feuerding auch brennen. Hä? Genau, du heißt jetzt mal die gute